Ich mag Orte, die ihre eigene Geschichte haben, die Geschichten erzählen und in denen noch die Atmosphäre auch steckt aus alten Zeiten. Wir sind heute hier in Radebeul in Sichtweite zu Dresden. Wir haben uns den Ort ausgesucht, weil wir hier einen Bunker gefunden haben, in dem die Leute im Zweiten Weltkrieg Schutz gesucht haben vor den Bombenangriffen auf Dresden. Mein neuer Roman, Tausend Teufel, der spielt im Winter 47, ist Nachkriegszeit. Der Krieg steckt noch immer in den Köpfen der Menschen drin, auch die Angst vor einem neuen Krieg. Und deswegen sind gerade solche Orte, solche geschichtsträchtigen Orte für mich sehr wichtig. 6. Februar 47, morgens. Heller stieg aus dem Auto und schob die Hände in die Taschen seines langen Mantels. Der Atem kristallisierte vor seinem Gesicht. Frost ließ seine Augen tränen. Der schon einige Tage alte Schnee auf dem Gehweg war festgetreten und glatt. Die ausgeschnittene Pappe, die als Schuheinlage diente, konnte nicht verhindern, dass die Kälte in seine Füße kroch. Sein Gesicht war immer noch gerötet. Er hatte sich mit mühsam aufgetauten, noch viel zu kaltem Wasser und Kernseife rasiert. In seinem Magen spürte er ein Ziehen. Er hatte sich eine Scheibe Brot aufgespart, die Karin ihm zum Frühstück bereitgelegt hatte, um sie mittags zu der dünnen Suppe zu essen, die man zurzeit in den öffentlichen Küchen bekam. So würde er wenigstens eine richtige Mahlzeit haben, statt zweier halber. Genosse Oberkommissar, meldete sich ein uniformierter Volkspolizist im braun gefärbten Wehrmachtsmantel und schob sich durch das Gedränge, welches sich oberhalb des steil abfallenden Elbhanges gebildet hatte. Dann salutierte er. Heller grüßte, indem er seine Fingerspitzen kurz an seine Schiebermütze hob. Die Schirmmütze zu tragen, weigerte er sich beharrlich. Er war bei der Kriminalpolizei und nicht beim Militär. Also die Hauptfigur meiner Krimireihe ist Max Heller, mittlerweile Oberkommissar der Volkspolizei. Max Heller ist ein sehr geradliniger Mensch, sehr charakterstark, der aber immer wieder jetzt aufs Neue an den politischen Begebenheiten verzweifelt und immer wieder dort an seine Grenzen stößt. Seit wann sind die da? Fragte Heller und deutete mit einem Blick auf den Laster mit dem roten Stern an der Fahrertür. Gerade angekommen. Ich fürchte, da wird für Sie nichts mehr bleiben. Der Fobo hob entschuldigend die Schultern. Heller hatte das schon vermutet und war nicht sonderlich enttäuscht. Trotzdem wollte er versuchen, noch einen Blick auf das Opfer zu werfen. Stoi! Kriminalpolizei! Rief er dem sowjetischen Offizier zu. Nix Ihre Arbeit, Genosse. Unsere Arbeit. Das wie Daniel, erwiderte dieser. Heller beließ es dabei. Es hatte keinen Zweck zu streiten, das wusste er. Wo lag die Leiche? Fragte Heller stattdessen den Fopo. Ich zeige es Ihnen, sagte der Polizist diensteifrig und lief in Richtung des Elbhanges. Er deutete auf ein Gebüsch etwa 3 Meter unterhalb von ihnen. Deshalb hat man ihn nicht eher gefunden, sagte Heller nachdenklich. Tausend Teufel ist der zweite Roman aus der Krimireihe mit Max Heller. Der Angstmann war der erste Teil. Es sind noch weitere Teile geplant. Plötzlich fiel Heller eine Person auf, die sich scheinbar zufällig, doch bei genauerem Betrachten zielstrebig zwischen den Leuten durchschlängelte und auf den Hang zusteuerte. Ganz offensichtlich interessierte sie sich nicht für das Geschehen um sie herum. Sie trug einen Mantel und bewegte sich trotz ihrer scheinbaren Leibesfülle erstaunlich leichtfüßig. Heller tippte Holdenbusch an und deutete auf die Gestalt. Die junge Frau war bereits 10 Meter hinuntergeklettert, vorbei an dem Gebüsch, in dem der Tote gelegen hatte, und stand in der Nähe einer Hecke. Sie bückte sich und versuchte, etwas hervorzuzerren. Es war ein Rucksack. Einer der Tragegurte hatte sich im Dorngestrüpp verhakt. »Liegen lassen!«, befahl Heller und beeilte sich, ebenfalls den Hang hinunterzuklettern. Doch die Frau wollte den Fund nicht hergeben. Hastig wollte sie den Hang weiter hinunterrennen, doch sie rutschte aus und fiel hin. Oldenbusch hatte inzwischen Heller überholt, schlitterte mit einem Fuß voran über den verharschten Untergrund, während er mit dem anderen versuchte, die Balance zu halten. Die Frau hatte sich aufgerafft, doch Oldenbusch war schon da und hielt den Rucksack an einem Riemen fest. Mit einem wütenden Knurren, fast wie ein Tier, ließ die Frau los und stolperte halb rutschend, halb rennend das steile Gelände hinunter. Heller staunte über das Gewicht des Rucksacks. Er setzte das Gepäckstück ab und öffnete die Schlaufe. Dann sog er scharf die Luft ein. 2 trübe Augen starrten ihn an. Er sah eine blutverkrustete Nase und schütteres Haar, Ohren, aus denen Blut gelaufen und längst geronnen war. Im Rucksack steckte ein Männerkopf.